Herr Busse, wenn nichts mehr anliegt, würde ich jetzt gerne gehen. Herr Busse, ich bin jetzt weg. Wie weg? Jetzt schon? Ja. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, schönen Abend noch. Mein Gott, schon nach 8. Ich wollte doch Tokio abzocken. Himmel, was ist das denn? Banken. Oh, Banken. Wenn Sie aber damit anfangen. Nee, es geht immer für mich. Wer wünscht mich zu verlieren? Senden Sie das jetzt. Schon passiert. Was ist das Schlimmere? Ob man eine Bank ausraubt oder eine Bank gründet? Ich weiß nicht, ob es wortwörtlich ist, aber so in der Richtung sinngemäß, ne? Weil da hat der Brecht am weitesten Recht gehabt, ne? Gott, ich habe jetzt meine eigene Bank und ich fühle mich da richtig sicher drin, ja. Die Kalkulation der Banken ist etwas höher wie bei Apotheken. Hm. Gucken Sie sich die Paläste an, was die von unserer Zinsen bauen. Dann wissen Sie eigentlich genug Bescheid. Die verdienen zu viel Geld an uns. Die geben 3% und nehmen 15%. Schlicht und einfach. Die Banken auch für sich sind gut. Solange sie unser Geld gut verwahren. Also in Heerstadt heißt. Von den Banken halte ich überhaupt nichts. Von Banden halte ich mehr. Wir treiben ja, also der ganze Staat gehört ja fast den Banken. Und wenn Sie mal gucken, wo überall die Deutsche Bank drin ist und die Dresdner Bank, das ist also für mich ist das beängstigend. Das muss ich Ihnen sagen. Denn das führt ja letztlich dazu, und viele Leute erkennen das noch nicht, das führt letztlich dazu, dass die Banken uns praktisch regieren. Die Banken regieren uns. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Geld die Welt regiert, dann ist es doch nur natürlich, dass uns die Bank regiert, oder? 100.000. Jawohl, geht schon. Wohin bringe ich das Geld? Es gibt keinen Platz, der mir gefällt. Wohin bringe ich das Geld? Es gibt keinen Platz, der mir gefällt. Für das Geld, 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 Geld. Also, ich würde nicht empört widersprechen, wenn mir gesagt würde, dies sei eine große Geldfabrik. Der entscheidende Punkt ist nur, lassen Sie mich das so sagen, wir haben eine Menge bedrucktes Papier hier im Keller. Geld wird es erst, wenn es die Zentralbank verlässt. Und von daher ist die Aufgabe der Bundesbank, den Geldumlauf in unserer arbeitsteiligen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft so zu steuern, dass die Produktionspotenziale, also die Produktionsmöglichkeiten aller Arbeitskräfte möglichst ausgeschöpft werden und das Preisniveau nicht steigt. Dieses erotische Verhältnis, was also knisternd ist, gibt der Banknoten, eine Fülle eines großen Banknotenhaufens, macht auf mich so einen großen Eindruck nicht. Naja, kein Wunder. Wer es hat? Bei uns gilt grundsätzlich das Sechs-Augen-Prinzip, das heißt, die drei leitenden Beamten müssen ständig beobachten, was hier gemacht wird. Dazu müssen Sie den Tresordienst, der das Geld wegsetzt, ständig beobachten, sodass hier gar keine Möglichkeit gegeben ist, dass irgendeiner einen Schein irgendwo wegnehmen kann oder ein Paket sich zur Seite stellen kann. Dieses Geld sehen Sie hier in einzelnen Päckchen und zu Paketen gebunden. Päckchen sind immer 100 Scheine drin. Pakete
sind immer 10 Päckchen oder 1000 Scheine drin. Wenn man also wissen will, was in dem einzelnen Paket ist, nimmt man den Betrag, der draufsteht, 100 mal 1000, dann weiß man, was ein Paket wert ist. Nun ja, der Wert des Geldes. Für den Bankkunden zeigt sich der Wert des Geldes, wenn er es ausgibt, also es verbraucht. Die Wirtschaft spricht hier vom Verbraucher. Meistens verbraucht der Kunde so viel von dem Geld der Bank, dass es weg ist. Weshalb sich die Bank beim Kunden einen Gegenwert holen muss, der das verbrauchte Geld wert ist. Und damit kommt die Bank zu ihrem Geld. Umso mehr, da der Gegenwert meistens mehr als das ganze Geld wert ist. Ja, Frau Meier, Sie habe ich ja ewig nicht gesehen und einen nagelneuen Kombi haben Sie. Gekauft wegen Kurt. Und Ihr alter Sportflitzer? Verkauft auch wegen Kurt. Wenn aus Ihrem Sportwagen ein Kombi werden soll, geht das schnell und einfach mit dem persönlichen Kredit von der Deutschen Bank. Und schon fahren Sie Ihre ganze Familie spazieren. Und wer bitte ist der Kurt? Na, der hier. Oi, oi, oi. Also, ich fühle mich reichlich unbehaglich. Ich komme mir vor wie ein Bittsteller. Als hätte ich wirklich erst richtig da hinkriechen auf allen Vieren und sagen, bitte, bitte geben Sie mir eine müde Mark, damit ich mein Kind dann wenigstens ernähren kann. Oder selbst wenn es mein eigenes Geld ist, wenn ich ein bisschen Geld habe. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein anderes Konto, ein eigenes Konto. Wenn ich mein eigenes Geld abholen muss, komme ich mir vor wie ein Bittsteller. Finden Sie Banker unmenschlich und Banken unmenschlich? Das schon, ja. Mit Menschlichkeit hat es da ganz bestimmt nichts zu tun. Also darauf kommt es denen gar nicht an. Es geht denen ganz allein um ihren Profit, ihr Geld zu kassieren und dafür so viel wie möglich. Aber dass da Menschen hinterstecken, dass da ein Kind hintersteckt, überhaupt generell Menschen, das interessiert die überhaupt nicht. Das ist ein absoluter Witz, Simon, bitte komm, lass das sein. Lass das sein. Ich meine, mit dem Weg, das mag ja Hand und Fuß haben, aber mit dem Freimachen, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Ich meine, die Banken sind in keinster Weise bereit, mal ein Risiko einzugehen. Die lassen sich für jede Mark, die sie angeben, lassen sich eine Mark 50 Sicherheiten geben. Was ist da noch vom Weg freimachen? Wenn man keine Sicherheiten hat, hat man überhaupt keine Chance, an irgendwelches Geld zu kommen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich meine, heutzutage kauft ja nun jeder mal etwas auf Pump. Das ist ein Haus, das ist ein Auto. Wie die Leute das überhaupt auch finanzieren können, das ist mir ein absolutes Rätsel. Hallo? Ja? Wie viel habt ihr heute? 10 Millionen. Okay. Letzte Woche noch ein Artikel in der WAZ von unserem Mittelstandsvorsitzenden. Der sagt, die Banken, die sperren den kleinen Gewerbetreibenden die Kredite. Die drehen in die Luft. Ja, die sehr viele musst du immer heben. Dein Leben lang. Egal wie viel Geld Schulden du hast. Wir haben eine kleine Rechnung gehabt, die war 400 Mark. Da ist jetzt mit Mahnbescheid und Zwangsverstreckungskosten und Offenbarungseid. Du kannst Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld bis 1100 Mark. Ab 1100 Mark oder 1200 Mark musst du zahlen. Ja, so möchte ich aber nicht leben. Ich möchte gerne ein großes Auto fahren. Es ist typisch. Der Verbraucher ist einfach nicht bildungsbewusst. Ihm fehlt das Bewusstsein zur Vermögensbildung. Ein großes Auto will er fahren. Ein großes Auto, das wissen Sie und ich, ist nach einem Jahr nur noch die Hälfte wert.
Das bedeutet doch nur, es gewährt keinerlei Sicherheit, weder bank- noch verkehrstechnisch. Ich fahre ja auch kein großes Auto, ich fahre überhaupt kein Auto. Das macht mein Chauffeur. Er fährt natürlich ein großes Auto, aber das ist ein Dienstwagen. Nur im Dienste der Bank werde ich gefahren. Ansonsten muss auch ich sehen, wie ich vorankomme. Und noch was. Gerade aus einem großen Auto wird besonders viel Schrott. Schon kein Zufall, dass die Banken seit jeher in solchen Palästen residieren. Das ist Kalkül. Wie jedes Unternehmen braucht auch die Bank Lieferanten und Kunden. Die Lieferanten, das sind die armen Irren, die mit ihrem sauer verdienten Geld nichts Besseres anzufangen wissen, als es der Bank zu geben. Und die Kunden, das sind die Deppen, unfähig, richtig Geld zu verdienen und somit gezwungen sind, um Kredite zu bilden. Solche Leute kann der deutsche Banker nur verachten. Und geht auf Distanz. Anzug mit Krawatte für den Herrn, Kostüm für die Dame, erzkonservativ, super korrekt. Farbgebung dunkelgrau, dunkelblau. Tja. Deutsche Bank Düsseldorf, Karl, guten Tag. Herr Meier, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ah ja, ja. Eine Bank ein ganz normales Dienstleistungsunternehmen. Nur Geld ist nun mal ein ganz besonderer Stoff und der wird natürlich fast von allen Menschen so empfunden. Von uns vielleicht am wenigsten, weil es das ist, womit wir beruflich umgehen. Ohne besondere Anstrengung und ohne ein ganz besonderes Gefühl. Aber das ist natürlich für den Einzelnen immer eine besondere Situation. Häufig ganz wichtige Entscheidungen, die im Zusammenhang mit Geld stehen. Wichtige Entscheidungen, die das ganze Leben bestimmen. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Es ist erforderlich, dass wir auf den Kunden eingehen und dass wir ihm auch das Gefühl geben, wir verstehen seine Nöte, seine Perspektiven für die Zukunft. Ich glaube, das schafft das Vertrauensverhältnis. Und Geld hat viel mit Vertrauen zu tun. Und ich denke, Vertrauen kann eigentlich nur kommen, wenn man sich gegenseitig oder gegenseitig auch achtet. Und nicht so, wie es der neue Bankdirektor hier in Wolfsburg gemacht hat, ganz einfach zu mir sagt, suchen Sie sich doch eine andere Bank. Sie müssen doch nicht mit uns zusammenarbeiten. Dann ist das für mich ein Zeichen, dass man mich gar nicht versteht oder gar nicht verstehen will. Und das ist das. Und solange man den Menschen, der einem gegenüber sitzt, mag er Schulden haben oder keine Schulden haben, ich bezeichne das nicht als Schulden, sondern ich habe die Ware Geld von der Deutschen Bank gekauft und die habe ich teuer bezahlt. Ich halte Schulden zu haben nicht für etwas Schändliches. Es ist ein ganz normaler Prozess. Aber wenn man Schulden macht bei einer Bank, ja, ist man schon, ist man kein Mensch mehr. Nein, man ist dann irgendwo, und die dürfen ihnen alles nehmen, alles kaputt machen und freuen sich dann darüber, was sie getan haben. Da sind sie noch stolz drauf, ja, wie sie noch angeben. Bei der Versteigerung haben sie dann alle noch selber mitgeholfen, mitgesteigert. Es hat den Anschein, als würde alles immer schneller und hektischer und dieses Menschliche bliebe zurück. Wenn man dann etwas unter die Oberfläche geht, dann merkt man, wie wichtig diese Komponente ist und dass sie nach wie vor doch da ist. Und ich glaube, dass die sitzen also da oben. Ich habe mit der Bank mal gesprochen und da kamen mir die Banker also ziemlich arrogant vor. Ne? Das interessiert sie alles überhaupt nicht, warum ich mich selbstständig machte und ich sollte also ein Schuldanerkenntnis unterschreiben und mir interessiert sie nicht. Mir wurde sogar noch bei diesem Termin, bei dem ich einen Rechtsanwalt dabei hatte, der Mund verboten. Ne? Ich sollte mal still sein und
Schuldanerkenntnis wollen sie haben und mehr interessiert die Bank gar nicht. Ne? Unser Image mag ja hier und da nicht das sein, was wir gerne sehen. Und daran muss man arbeiten. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Menschen über ihren Schreibtischrand nicht hinausschauen können. Sie sehen ihr Büro, sie sehen ihre Zahlen, aber sie wissen nicht, mit welchen oder was für menschliches Leid angerichtet wird durch eine Entscheidung, dadurch, dass sie den Kugelschreiber hochnehmen und irgendein Formular unterschreiben, was damit gemacht wird. Wir sind keine Maschinen, das unterscheidet uns eben. Und im Dienstleistungsgewerbe spielt die menschliche Komponente eine ganz große Rolle und wir versuchen sie auch. Und auf einmal ist man weg und man ist nichts mehr, weil Füße unter den Tisch zusammengesteckt wurden und da wurde gemauschelt, also Richard, die werden jetzt geschlachtet und jetzt sind die dran und da waren wir dran. Wissen Sie, wie das ist, wenn man so sterben muss? Das könnte ich nicht definieren. Man zerstört hier so einen Betrieb, der Arbeit hat. Wir haben also gut Arbeit, wir haben 3 Monate Auftragsvorlauf für unser Personal. Ich habe einen Nachfolger, ich habe eine Familie. Und da stürzt man eigentlich viele Leute ins Unglück, obwohl es gar nicht nötig wäre. Solange die Verwendung vernünftig ist, spricht überhaupt nichts gegen vernünftige Schulden. Und wenn die Banken da nicht mitspielen, schon, ne? Ich meine, die Banken, die sind da dafür, da Geld zu verteilen. Die sammeln halt ein auf der einen Seite, ist klar, natürlich müssen sie das Risiko abwägen, ist schon klar. Aber das Risiko ist halt immer ein Risiko. Jedes Geschäft ist ein Risiko. Es hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Das ist das. Ich empfinde nicht das Wort Macht als irgendetwas Schönes. Ich empfinde sehr stark das Wort Verantwortung. Das gibt Rechte, das ist vielleicht die Machtkomponente. Aber es gibt eine Unmenge von Pflichten, die man auch wirklich beachten muss und einhalten muss. Und das ist das Thema Verantwortung. Ich meine, für mich ist es im Grunde keine Sache. Ich mache meine Tilgungen weiter. Und für mich ist das erschwinglich. Man muss mich nur lassen. Das ist mein Problem. Man muss mich nur lassen. Und es sieht im Moment so aus, als wenn man mich aus dem Hause Deutsche Bank nicht lassen will. Ich würde mir wünschen, dass wir manchmal eher beginnen, miteinander zu reden, wenn auf irgendeiner Seite eine Verstimmung aufkommt. Möglicherweise nur ein Missverständnis. Und dass wir offen miteinander reden und dass wir uns auch untereinander respektieren. Ja, die hätten ja Nein sagen können. Die hätten ja Nein sagen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Dann, Nein ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Ne? Und wir haben den Markt gesehen. Ja. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, das wollen wir machen. Und so war ich im Prinzip Existenzgründer und Direktleiter. Da gibt es ja auch manchmal Gründe, über die muss man sich unterhalten. Da gibt es Schicksalsschläge, besondere Vorkommnisse. Da muss man sehen, wie man sich einigt. Das ist ja auch unser Tagesgeschäft. Der gute Wille muss da sein. Um so ein paar Mark macht man Leute platt und kaputt. Man wird so von oben herab behandelt. Man ist ein Bittsteller oder ein Mensch zweiter Klasse, wenn man Schulden hat. Und ich muss jetzt ja mal so sagen, es sind ja keine Schulden in dem Sinne. Ich bin ja willig, das zurückzuzahlen. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Nur, man soll mich doch lassen. Wir sind dann nicht das Institut, das etwas herabreicht in einem gnädigen Gebaren. Nein, nein, das ist ganz normal. Wir bleiben Dienstleister, auch wenn wir jemand Geld zur Verfügung stellen. Ich habe schon mal einen Kredit aufgenommen, natürlich bei der Deutschen Bank, wo denn sonst? Und ich entsinne mich sehr wohl daran. Mein erster Kredit bei der Deutschen Bank bestand aus 3.000 Mark. Da war ich sehr jung verheiratet. Und die Bank war generös genug, in mir einzuräumen. Ob ich kreditwürdig war in dem Moment, weiß ich nicht. Aber ich war kleiner Angestellter. Weiß der Geier, warum uns Banker keiner versteht. Nehmen Sie allein das Wort kreditwürdig. Würdig kommt von Würde. Aber Würde ist ein Konjunktiv, also eine reine Möglichkeitsform. Kredite darf man beantragen, dann werden sie gewährt oder eingeräumt. Vielleicht. Sicher, zugegeben, auch Geld ist eine Ware, doch wird sie ganz anders gehandelt als zum Beispiel Käse. Wenn Sie zu Ihrem Käsehändler kommen und Sie möchten 150 Gramm mittelalterlichen Gouda, dann verkauft er Ihnen den. Er gewährt ihn nicht und er räumt ihn auch nicht ein. Und wenn er zu viel auf der Waage hat, dann sagt er, dürfen es 2 Scheibchen mehr sein. Und er sagt nicht, wenn Sie um 2 Scheiben überziehen, sind 17,25% fällig. Und da macht er auch keine Liquiditätskontrolle zur Entdeckungnahme seiner konsolidierten Bilanzsumme, sondern er sagt ganz einfach, wäre schön, wenn sie passend hätte. Dawn, the world is dawn. It's no trick of the light. It's hard on the soul. Oh ja. Und der Hund?
Allgemein betrachtet sehe ich das Verhältnis unter dem Aspekt der Kundeskönig. Das ist auch für mich Maxime in meiner Arbeit, in meinem Umgang mit meinen Kunden. Wobei dieser Begriff König eventuell falsch interpretiert werden könnte, so nach der Vorstellung, man würde bis zum geht nicht mehr dienen müssen. Senk dir das Ganze nur von 6 Mal! Ganz billige! Ja, und hab das dann erstmal monatlich mit 100 D-Mark in Raten abgezahlt. Ja, bis dann. Bis zum Schluss. Und drehen Sie auf der Hals auf den Zähne. Dann ist es aufgefallen, ja. Da hat man mir den Steuerjahresausgleich gefunden. Und daraufhin hat sich dann mein Vater eingeschaltet. Ja, ich muss noch ein bisschen klarstellen. Karin hatte durch Arbeitslosigkeit, nicht wahr, auch durch Dummheit, wir wollen ganz offen darüber reden, nicht die Raten eingehalten. Dann hat sich das eben angesammelt und dann wurde der Zinssatz, nicht wahr, so hoch gesetzt auf 24, so und so viel Prozent. Abgewimmelt. Sie hat die Tochter gezahlt. Also 1980 war der Kredit aufgenommen worden. Bis 1992 hat sie gezahlt 13.453,89 Mark. Und die Anwalts- und Gerichtskosten beliefen sich auf 6.230,34 Mark. Also insgesamt 19.684,23 Mark. Sie sind angefahren für knapp 3.000 Mark Kredit. Einen guten Banker und einen schlechten Banker kann man in erster Linie darin unterscheiden, dass man den Begriff Banker in den Hintergrund stellt und versucht eben auch mal von den Vorschriften wegzugehen und mehr in den menschlichen Bereich zu gehen. Ja, also dazu muss ich sagen, mir hat niemand geholfen. Ich bin mit 50 Jahren nirgends mehr angekommen. Das heißt, ich habe x Bewerbungen losgelassen und dann war ich es einfach leid, weil es überall hieß, Stelle schon besetzt. Aber es war eindeutig, dass man aufgrund meines reifen Alters mich nicht mehr genommen hat. Das hat man mir dann auch, dass ich mal nachgefragt habe, unumwunden zugegeben, aber nicht per Post. Und dann habe ich einfach losgelegt, habe gesagt, so, jetzt besuchst du Kurse, lernst noch was in Richtung Kosmetik und machst dich selbstständig. Dann bist du selbstständig, dann kann dir das nicht mehr passieren. Dann arbeitest du einfach mal und habe auch einen Finanzplan gemacht, habe das den Banken vorgelegt und habe gesagt, so und so wird das laufen. Und ich war bei 7 Banken insgesamt. Und diese Banken haben alle abgelehnt. Das heißt, ja, auf die Lastenausgleichsbank, dieses Geld, das können sie nicht haben, weil sie ja gar keine Sicherheiten haben. Obwohl das doch heißt Existenzgründungsdarlehen und es steht doch einem Existenzgründer zu. Man hat mich einfach abgewiesen. Kreditwürdig ist eigentlich jeder, solange mir nichts Gegenteiliges bekannt ist oder bekannt wird. Ich glaube, es würde viel weniger Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger geben, wenn man es den Leuten doch leichter machen würde, dass man sagt, wir unterstützen sie tatsächlich mit dem Existenzgründungsdarlehen. Das steht nicht nur auf dem Papier, sie bekommen das. Denn ich weiß hier aus ganz nächster Nähe, da hat man Millionen jemanden gegeben. Und das geht ja auch überall hin, das Geld. Die kriegen Millionen und Milliarden Darlehen. Und der kleine Mann, sprich hier die kleine Frau, die bekommt nichts. Man kann da nicht generell unterscheiden. Es gibt Leute, die versuchen, mit ihrem Outfit zu blenden. Ich habe mittlerweile hier 2 Arbeitsplätze geschaffen. Das zählt alles gar nicht. Und ich habe vor, noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, aber man hat mir nicht geholfen. Von keiner Bank habe ich einen Pfennig bekommen. Die Bank hat sicherlich ein anderes Interesse als der Kunde. Die Bank will Geld verdienen, aber will auf der anderen Seite natürlich auch zusehen, dass der Kunde mit uns zufrieden ist. Das heißt, dass wir ihn bis ans Ende seines Darlehens oder seiner Darlehenslaufzeit begleiten, fair begleiten. Aber mit Sicherheit. Fairness ist gar keine mehr da. Fairness, wenn Ihnen der Bankdirektor sagt, Sie fahren Mercedes, ich nur ein Audi, was halten Sie denn davon? Ist da Fairness? Nein, da ist keine Fairness. Nein.
Ich meine, ich akzeptiere auch, dass die... Wenn der nun, dann soll er sich auch einen Mercedes kaufen, wenn er einen fahren will. Als Bankdirektor müsste er ja das Geld für haben. Ich meine, wenn wir seit 1980 bis 1991, wo wir ja pleite gemacht wurden, ich sag's ja immer, gemacht wurden, 1,2 Millionen Zinsen an die BFG gezahlt haben, überlegen Sie bitte mal. Und wir haben 23 Jahre keinen Urlaub gemacht. Können Sie sich das vorstellen, was wir für diese Bank getan haben? 1,2 Millionen, das ist für den Privatmann eine Menge Geld, unbestritten. Von den Zinsen könnte man leben. Vorausgesetzt, man bekommt die Sollzinsen. Aber wie lange hat die Bank für Gemeinwirtschaft darauf warten müssen? 10 Jahre. Nun rechnen Sie mal die Inflationsrate ab. Die Verwaltungskosten, den nicht errechenbaren Aufwand an wirtschaftswissenschaftlichem Sachverstand, den unermüdlichen Einsatz physischer, psychischer und humanitärer Präsenz über ein ganzes Dezennium. Ich bitte Sie, was bleibt denn da unterm Strich, auf den man für den Kunden gegangen ist? Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Der Herr Kopper hat das ja bestätigt. Aber das heißt doch nur, dass der Kunde etwas unternehmen muss, um sich unsere Dienste auch leisten zu können. Das Besondere an der Maschine ist, dass sie Banknoten in einer hohen Geschwindigkeit sicher zählt, dabei die Echtheit der Banknoten ebenfalls sicher abprüft, sie nach Stückzahl genau zählt. Eine halbe Banknoten. Wenn wir uns die Bearbeitung von 100 D-Mark Banknoten vorstellen, entspricht das einem Durchsatz von ca. 50 Millionen D-Mark. Ich nehme an, ein mittelständisches oder auch ein etwas größeres Unternehmen wäre froh, das als Jahresumsatz nachweisen zu können. Tja, Cash in the Tash wäre natürlich noch besser. Noch eins? Können Sie das bitte erstmal einstellen? Das ist eine übermäßige Straßennummer, so genannt sich das. Wie bitte? Was war das nochmal? Können Sie das bitte erstmal einstellen? Das ist eine übermäßige Straßennummer, so genannt sich das. Da braucht Sie eine Ausnahmegenehmigung der Stadtverwaltung Oberhausen. Außerdem machen wir mit unserem Grundrecht Gebrauch. Das mag sein. Aber wenn Grundrecht mit einem anderen Grundrecht konkurriert, dann muss auch die freie Meinungsäußerung zurücktreten. Hab seit 10 Jahren Konto bei der Dresdner Bank gehabt und Kreditkarte, Dispositionskredit, Abrufkredit über 10.000 Mark war alles kein Problem mit einem Sekretärinnengehalt. Und seitdem ich selbstständig bin, seit 93 eben, sieht es ganz schlecht aus. Also Kredite wurden gekündigt, Kreditkarte soll ich abgeben. Und die Commerzbank hat auch nicht besonders gut mitgespielt. Also bei der Commerzbank war mein Geschäftskonto. Da wollte ich dann irgendwann mal Schecks haben, damit ich an mein eigenes Geld natürlich drankomme. Da haben sie sich erstmal ziemlich quergestellt. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Ne? Ich bin also Ombudsmann des Bundesverbands Deutsche Banken. Der Bundesverband Deutsche Banken hatte am 1. Juli 1992 eine neue Einrichtung geschaffen, nämlich ein Schlichtungsverfahren, das darauf abzielt, Meinungsverschiedenheiten zwischen Bankkunden und Banken möglichst rasch, unbürokratisch und kostengünstig für den Bankkunden beizulegen. Und dann sind die Banken runtergegangen mit Zinsen und haben also einen Vergleich gemacht, sodass ich sagen kann, ich bin in 2 Jahren mit meinen Schulden fertig. Ich würde sagen, dass die Banken viel mehr jetzt bereit sind, auf den Kunden einzugehen. Das liegt im Rahmen des Verbraucherschutzes, den auch die Banken sich inzwischen zu eigen gemacht haben. Bei der Commerzbank sah es ja so aus, dass wir ja noch niemals an unser Geld rankamen. Ja. Wenn Kunden Schecks mit Scheck bezahlt haben, wir haben die gut geschrieben und kamen 3 Tage später und wollten mal Geld abholen, dann hat das manchmal eine Dreiviertelstunde gedauert. Das ging durch alle Instanzen. Die mussten gegenchecken, weil der noch nicht gut geschrieben war.
Also hätte es mal sein können, dass der nach 2 Tagen vielleicht noch wieder zurückgebucht wäre und dass dann vielleicht ein Minus von 1000 Mark entstanden wäre. Und dafür eine Dreiviertelstunde. Ich finde, das ist also unverschämt. Ja, gut, aber auf dem Geschäftskonto war eigentlich immer Geld drauf. Ne? Auf unserem Geschäftskonto war eigentlich immer Geld drauf, also das Geld war eigentlich immer da. Und wenn wir an unser eigenes Geld ran wollten und kamen da nicht dran, standen also wirklich eine halbe Stunde in der Commerzbank hier in Essen rum und kam uns wirklich vor wie die Verbrecher. Ne? Also ich habe das wirklich nicht verstanden. Ne? Ist auch wirklich nicht ganz einfach, alles zu verstehen. Auch das Bankengeschäft ist natürlich komplizierter geworden, inzwischen wie auch andere Lebensvorgänge. Aber ich empfand das also als sehr schlimm, wie man mich behandelt hat. Von oben runter würde ich sagen, kurz und bündig, nein. Es wird die Schuldnerkartei, die Schufa angerufen und wenn dies geschehen ist, also dann können sie wirklich nur noch rauslaufen. So dass man also sagen kann, die Stellung des Bankkunden gegenüber der Bank ist im Vergleich zu früheren Zeiten wesentlich stärker und auch für den Bankkunden angenehmer geworden. Ja, richtig. Man ist heute also total abhängig von der Bank. Aber gnädige Frau, abhängig ist doch wohl das falsche Wort. Wir sind ein Kreditinstitut und keine Suchtklinik. Borch mir mal einen großen Schein, 100 Mark, das wär stark. Könnt ab Notfalls 50 sein, was dein ist, ist auch mein. Mein Schönstes ist, wenn ich mir was leih. Fast jeden Tag, was ist dabei? So komm ich niemals ins Defizit. Wie schön, ich hab Kredit. Und ich erinnere mich an diesen Satz. Die Bank, der Mensch, das Leben, das Leben. Das ist schon der blanke Hohn. Die lachen denn ja geradezu ins Gesicht. Wer clever ist, macht das Geschäft. Das hat mit Geräte gar nichts zu tun, ne? Also man wird also wirklich wie der letzte Dreck behandelt. Wie, ja, man ist kein Mensch mehr. Ja, also man wird ja regelrecht klein gehackt mit diesen Angeboten. Nehmen Geld, nicht und so weiter. Und die kosten die natürlich enorm. Es ist doch quasi, wenn sie eine Mark Schulden haben, sind sie doch abhängig. Sind sie abhängig. Und überall bekam ich nur abschlägige Antworten. Ja, ich wurde zum Teil sogar ausgelacht. Ich fühle mich bestraft, genau. Aber ich denke mal, viele junge Unternehmer haben Probleme wie ich, ne? Denke ich mal. Auch wenn ich jetzt irgendwann mal Schiffbruch mit meiner Firma erleiden würde, ich würde ja wieder einen Job finden. Ich würde da wieder vernünftiges Geld verdienen und könnte auch Schulden wieder abarbeiten, wenn sie sich im Rahmen halten. Einfach einen Mahnbescheid erlassen. Ich habe dem jetzt mal widersprochen. Ich will also, dass es auch vor Gericht an die Öffentlichkeit kommt. Ne? Ich habe also echte Faxen jetzt dick. Aber so Banken und so, das ist für mich ein unheimlich rotes Tuch. Ne? Das ist, auch wenn es jetzt schon so lange gedauert hat, die ganzen Jahre, aber eine Bank ist ein rotes Tuch. Nur, was will man gegen solche Institutionen Bank machen? Wettbewerb ist in allem, was mit Geld zu tun hat, eine ganz wichtige Geschichte. Wettbewerb gewährleistet, dass der Kunde, sei es eine Privatperson oder eine Firma, das im Markt bekommt, was sie brauchen. Es ist eine Mafia am Werk. Mir sind Fälle bekannt, dass Banken die Schuldner platsch machen, wenn man so sagen will. So skrupellos, so rigoros wird es zum Teil gemacht. Die Banker scheinen zu einem großen Teil seriös zu sein. Die Realität sieht sehr, sehr oft anders aus. Die Aufgabe der Banker, die Kundenberatung und den Kundendienst zu übernehmen, übergeht man sehr, sehr oft und vergisst die eigentliche Aufgabe, die Wirtschaftsförderung, und betreibt Wirtschaftsvernichtung. Wer also glaubt, mit Bankern einfach fertig zu werden in einem Vergleich, der irrt sich sehr, sehr oft. Die Macht der Banker wird also rigoros ausgespielt, um hier zu dokumentieren, das Kapital hat die Macht, wir als Mensch sind die Herren über euch, über die Masse, von der wir natürlich abhängig sind, das wird nicht gesagt, aber eine Verantwortungslosigkeit ist dort. Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Bank würde Ihnen aufs Wort gehorchen. Und zum Beispiel Rokoko. Oder wie wär's mit Napoleon? Ihr Persönlicher.
persönliches Kennwort genügt. Bonsai. Und schon stehen ihm bei der Citibank Rollmops alle Möglichkeiten offen. Ich denke, die Citibank ist die Bank der Zukunft. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und unsere Kunden erwarten von uns einen hohen Grad an Flexibilität in der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Standard an Electronic Banking. Das ist unser Citycard Banking Center, an dem Sie nicht nur Bargeld abheben können, sondern auch Bankgeschäfte wie beispielsweise Überweisungen tätigen können oder Daueraufträge einrichten, ändern können, etc. Es gibt ein Score-System bei der Bank, wo die Bonität des Kunden überprüft wird und dann wird entschieden, ob der Kunde einen Kredit bekommt oder nicht. Was ist Bonität, Herr Dirndl? Erklären Sie mal. Das ist... machen Sie Stopp. Das ist eine schwierige Frage. Also möchte ich jetzt eigentlich nicht noch einmal. Ist ja auch nicht so einfach. Wenn ich an dieser Stelle dem Kollegen Bierdümpfel mit einer Pauschalwertberichtigung aus der Verlegenheit helfen darf. Unter Bonität versteht man gemeinhin ein digitales Akkreditiv, nicht wahr? Das nach einer säkularen Margenkompression zum kumulierten Disagio wird. Oder einfacher ausgedrückt, gefragt ist die doppelte Golddeckung. Ja, wie soll ich Ihnen das nur wieder erklären? Am besten so, hast du was, kriegst du was. Eigentlich doch ganz einfach. Ja, wir betreiben hier ein Warengeschäft, rein landwirtschaftlicher Art, mit einem Jahresumsatz von etwa 5 Millionen D-Mark. Und unser Bankgeschäft wäre, so glaube ich, ohne das Warengeschäft nicht denkbar. Herr Messel, Sie selbst im Titel, wie das? Ja, in der Betriebsgröße. In der wir sind, muss jeder alles machen. Da sind Sie sich nicht zu schade. Nein. Nein. Wir arbeiten zusammen. Die Personen hier im Lager und die in der Bank, das geht Hand in Hand. Ja gut, die schwäbische Mentalität ist etwas Besonderes. Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Und das sehen Sie, wenn Sie das Oberstadion betrachten, dass hier schon was dran ist. Hier wird gespart, hier wird gebaut, hier wird was bewegt. Und das ist gut so. Machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, unsere Banken im Bereich persönliche Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit attraktiv zu positionieren. Zu diesem Zwecke haben wir uns mit wissenschaftlicher Unterstützung und einer großen Münchner Werbeagentur zusammen eine Erlebniswelt geschaffen, die wir mit dem freien Weg verfilmen und dann über Fernsehen, Hörfunk und Printmedien transportieren. Erreichen wollen wir dabei die gesamte Bevölkerung als große Bankengruppe, wenngleich das Bankgeschäft natürlich sehr breit streut. Ja, meine Damen und Herren, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir wollten uns jetzt mit der Anlassrede beschäftigen. Ich dürfte Sie bitten, Sie haben die Rede vorbereitet. Sehr geehrter Herr Müller, verehrte Familie Müller, Herr Bürgermeister, geehrte Festgäste, wir feiern heute hier das 100-jährige Bestehen der Privatbrauerei Müller, zu der die Brauerei Müller sehr herzlich hier in die Räume eingeladen hat. Die Firma Müller wurde vor genau 100 Jahren von ihrem Großvater, Herr Müller, gegründet. 1957 hat Herr Müller
die Leitung der Firma persönlich von seinem Vater übernommen. Und auch ungefähr seit dieser Zeit ist die Geschichte der Familie Müller und des Betriebes der Privatbrauerei Müller auch eng verbunden mit der Geschichte unserer Bank, der Deutschen Bank. Der Mann hat diese eine Rede fest im Kopf. Das ist ein sogenannter Festredner. Sie sehen also, dass die Mischung in etwa gestimmt hat. Manche Politiker hätten gesagt, ja, also das ist nicht so meins. Aber in Ansätzen ihm gerecht geworden, sogar sehr positiv gerecht geworden, ihn tendenziell positiv eingebunden, wirkt im Durchschnitt positiv aufs Publikum. Das heißt, sowas würde auch kolportiert werden. Sie hätten damit optimal Werbung für die Deutsche Bank gemacht bei einer Anlassrede. Und letztendlich geht es ja, wenn Sie im Sinne von Firmenvertreter auftreten, darum, dass Sie das Image... Gehen raus! Und weiter geht's, Luca! Nee, am Schicksal, hier geht's, Freund! Pass auf! Komm! Meine Reaktion gegenüber den Banken ist sehr gemischt. Ich halte sie für nicht unehrlich, nicht unanständig, aber halt sind Geschäftsleute, die auch eigene Interessen haben, nicht nur die Interessen der Bevölkerung und der Kundschaft. Wie soll man mit seinem Banker umgehen? Sehr vorsichtig, misstrauisch und zynisch. Nicht, weil sie unehrlich oder unanständig wären, aber unerfahren sind die meisten, denn diese neuen Bankers überall, die kommen direkt von der Schulbank in die Bank und die haben keine Erfahrung. Beim Geld ist's wie bei jeder anderen Macht. Wenn es zum Vorteil weniger gedacht und ohne Rücksicht auf das ganze Wirtschaftsleben, womöglich ungehemmt, sich will zum Maß der Dinge selbst erheben, dann ist es einerlei, ob Sekte, ob Partei, ob die Gewerkschaft oder ob die Banken. Ein jedes Übermaß an Macht gehört gebannt in feste Schranken. Die Leute tun immer so, als würde ihnen die Bank ihr Geld wegnehmen zur persönlichen Bereicherung. Das ist faktisch so nicht richtig. Richtig ist, das Geld, das wir Banker erwirtschaften, wird zu Geld gemacht. Das heißt, Geld verdient Geld. Geld macht für uns Banker überhaupt nur Sinn, wenn es sich vermehrt, aber das sagt. Lassen Sie mich mit einem Zitat unseres Bundeskanzlers, einem der loyalsten Mitarbeiter des deutschen Bankwesens, schließen. Herr Dr. Kohl hat erkannt, wichtig ist doch nur, was hinten rauskommt. Gute Nacht.